Hallo Fußballfans, willkommen bei Eigentor.de. Heute mit Frank Mill, seinesgleichen Weltmeister, Olympia-Bronzemedaillengewinner, erfahrener Bundesliga-Profi und natürlich ein Schlitzohr vor dem Herrn. Wir werden heute probieren, hinter diese Fassade zu schauen. Wir werden probieren, ein persönliches Interview mit ihm zu führen. Wir haben natürlich die große Ehre, ihn heute hier beim FSV Sterzhausen zu treffen, wo er eine seiner Fußballschulen betreibt. Wir treffen zusätzlich noch Matthias Hergert, der ihn schon mittlerweile seit 39 Jahren kennt. Wir freuen uns auf das Interview und mal schauen, was der Frank für ein Typ ist. Ja, ich denke mal, jeder Spieler hat Schwächen. Ich denke mal, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Kann mich manchmal ganz gut ausdrücken. Und lass mir nicht in A für ein U vormachen. Aber ich versuche immer ziemlich gerecht zu sein und mit den Menschen respektvoll umzugehen. Das ist eigentlich das, was ich jetzt über mich sagen könnte. Und ich hatte das Glück, dass ich halt sehr lange Fußball spielen konnte. Sie haben mit 17,5, glaube ich, in der Bundesliga debütiert, haben sozusagen auch in der ersten Saison direkt schon Tore erzielt, haben, glaube ich, 17, 18 Mal gespielt und dann sind Sie sozusagen, ich glaube, 4 Jahre bei Rot-Weiß Essen gewesen, sind dann zu Gladbach gewechselt. In der letzten Saison bei Rot-Weiß Essen haben Sie 40 Tore erzielt und dann kam das Angebot vom FC Bayern. Jetzt, vielleicht, warum hat das seinerzeit nicht geklappt mit den Bayern? Ja, das war ein ganz einfacher Grund. Es gab vorher ein Länderspiel U21 in Bulgarien und da gab es eine Spuckattacke und eine rote Karte. Also die Spuckattacke kam nicht von mir, aber ich habe die rote Karte bekommen und dadurch konnte ich im Landesmeistercup damals nicht für Bayern München spielen. Und dann gab es einen Hickhack hin und her und wenn der ausfällt und ja, dann kam Gladbach und dann bin ich zu Gladbach gegangen und das war eine ganz einfache Geschichte. Und da haben Sie dann unter Herrn Heinkes trainiert? Ja, 5 Jahre. 5 Jahre lang und auch sehr erfolgreich gespielt. Mhm. Wenn Sie sozusagen den Trainer Herr Heinkes, wenn Sie sagen, der hat ja sozusagen, ich glaube, 7, 8 Jahre insgesamt in Gladbach dann trainiert. Und jetzt mit dem Abstand 2010, 2012 mit den Bayern nochmal das Triple geholt. Wie beurteilen Sie diese extrem lange Karriere von Herrn Heinkes? Naja, der Jupp, der war immer sehr ehrgeizig und das ist jetzt auch schon fast gefühlte 30 Jahre her. Damals war er als Trainer, vor allem für den Stürmer, sehr gut. Man konnte sehr gut mit ihm arbeiten, hat sehr gutes Training gemacht, war aber sehr verbissen und wenn irgendwas nicht funktionierte, dann war er schon sehr in sich gekehrt und das hat sich zum Glück nachher geändert. Okay. Also ich habe ja dann auch zwischendurch habe ich ihn auch ab und zu getroffen und wenn sie nachher das Triple gewinnen mit Bayern München, dann können sie nicht ganz so ein schlechter Trainer sein und der hat ja vorher auch schon mit Real Madrid Champions League gewonnen. Und ich denke mal, er gehört zu den großen Trainern in Deutschland und zum Glück wurde er nachher ein bisschen lockerer, umso älter er wurde. Jetzt ist er auch schon knapp 70. Ja. Ne? Und ich weiß sogar noch, dass er am 9. Mai Geburtstag hat. Kennen Sie auch noch Ihren Hochzeitstag? Meinen Hochzeitstag? Ihren Hochzeitstag. Ich glaube, 22. oder 23. November. Sehr gut. Ja, sehr gut. Irgendwann 1900, weiß ich nicht, 81 oder so. Ist aber auch lange her. Das gibt es auch alles nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Sie galten ja als Schlitzer. Wenn ich jetzt überlege, als Sie als Hannover, gegen Hannover, seinerzeit sozusagen dem Torwart den Ball aus der Hand geköpft haben und dann sozusagen ins Tor eingeschoben haben. Sie haben ja, als ich das Bild nochmal gesehen habe, erstmal unglaubwürdig geguckt, ob der Schiri das Tor überhaupt gibt. Waren Sie da überrascht, dass das Tor gegolten hat? Ja, sicher. Sonst hätte ich ja nicht so blöd geguckt. Also ich war schon überrascht. Also der hat nicht gepfiffen und dann habe ich ihn mit dem linken Fuß reingeschoben. Das war, glaube ich, der Ausgleich. Wir haben 3-3 gespielt, glaube ich, gegen Torwart hieß Raps. Ralf Raps. Ja, genau. Und das ist aber, glaube ich, danach ist die Regel geändert worden. Man durfte halt den Torwart nicht mehr zu Leibe rücken. Dann ist die Regel geändert worden. Danach ist irgendwann, ein halbes Jahr später, die Regel. Manni Buxmüller hat es damals mal für Bremen gemacht. Er hat auch dem Torwart den Ball unterm Arm mit dem Finger, glaube ich, dass der Ball runterfiel, durchgestupst und ja, dann gab es eine Regeländerung. Jetzt darf man dem Torwart natürlich nicht mehr zu nahe kommen. Nee, das ist so, das stimmt. Im Moment ist sozusagen auch ein Thema Herr Effenberg, erstmals Trainer jetzt in der zweiten Liga bei Paderborn. Früher galt super Spieler gleich super Trainer. Würden Sie das unterschreiben oder ist das eigentlich heutzutage, wenn man sich die Trainer Klopp, Tuchel, Zorniger, wie sie alle anguckt, die waren, oder Löw, selbst Löw war kein überragender Spieler. Nein, ich denke mal, das hat mit dem, da gibt es von allem, wie bei den meisten Sachen, immer. Es kommen unbekannte Trainer, die nie gespielt haben. Die machen ihren Job sehr gut, haben auch richtige Ahnung. Und dann haben sie wieder auch ehemalige Spieler, die ihren Job auch sehr gut machen. Und ich denke mal, der Effenberg
mein alter Kollege, der wird dazugehören. Und wenn du nach Paderborn gehst, der hat sich auch was dabei gedacht. Und der hat alle Möglichkeiten und hat viel Erfahrung, vor allem als Spieler. Und ist ja sein erster Trainerjob jetzt. Ich wünsche ihm Glück und ich denke mal, er wird es gut machen. Er hat ja auch das erste Spiel schon gewonnen. Ja, 2-0 in Braunschweig. Hat ja auch einen super Assistenztrainer gewonnen, also hört man zumindest. Im Sinne von, ich glaube, der Jahrgangsbeste in seinem Trainerkurs, den hat er sozusagen an seine Seite gestellt bekommen. Also ich denke, der wird das schon gut machen. Wenn Sie jetzt sozusagen rückblickend die letzten Jahre in der Bundesliga verfolgen, haben Sie das Gefühl, dass so diese Typen, also ich habe immer das Gefühl, die Fußballer sind technisch natürlich, ich sag mal, versierter vielleicht als früher, aber die Typen, ich sag mal, Effenberg, Matthäus, Milz, Borowskas und wie sie alle heißen, dass die fehlen auch in der Nationalmannschaft. Ich habe also, mein Bauchgefühl sagt mir, uns fehlt so jemand, auch im Mittelfeld, der einfach mal, wenn es schlecht läuft, einfach mal dazwischen geht und zur Not sich die gelbe Karte abholt. Naja, ich denke mal, heute, die Zeit hat sich natürlich verändert. Alles ist schneller, alles ist größer geworden. Und die Spielertypen, die gibt es immer noch, nur die können sie nicht mehr so zeigen. Weil heute ist, es gibt Handys, es gibt Computer, alles wird aufgenommen, alles wird gefilmt. Sie haben gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen, was jetzt aus dem Rahmen fällt. Und von daher, das sind alles immer verschiedene Zeiten. Früher konnte man sich viel mehr erlauben. Aber vermissen tun Sie es jetzt nicht, dass da so, ich sag mal, jemand, über den man sich eigentlich immer aufregen kann? Diese Interviews, die sind schon ein Stereotyp. Also, sie sagen halt immer, ich bedanke mich bei meiner Familie, bei meinen Mitspielern. Ohne meinen Trainer hätte ich das alles nicht geschafft. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt. Ne? Also, ich hatte mal vor 30 Jahren hatte ich auch jemanden von der ARD, der mich auch gefragt und wollte mir einreden, nachdem wir 3-0 verloren haben gegen VfB Stuttgart, dass ich doch noch ganz gut gespielt hätte. Da habe ich zu ihm gesagt, wollen Sie mich verarschen? Das wird wahrscheinlich heute sich keiner mehr trauen. Es wird sich wahrscheinlich keiner mehr trauen. Ne? Der hat dann natürlich das Gespräch abgebrochen, aber er wollte von mir jetzt irgendwelche negativen Sätze über meine Kollegen hören. Aber da war er bei mir verkehrt. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Wenn Sie haben in der Nationalmannschaft gegen Brasilien im Maracanã-Stadion, glaube ich, debütiert vor 180.000 Zuschauern. Ja. Was war das für ein Gefühl, als Sie sozusagen zum ersten Mal für Deutschland in diesem Kultstadion aufgelaufen sind? Naja, was Größeres können Sie nicht erleben. Also ich habe nur mal Trainer bei Jupp Derwer. Das Spiel wurde 1-0 verloren. Und dann fiel aber irgendwie in der 80. Minute, glaube ich, das 1-0. Und ich lief mich da immer noch ein paar Minuten warm. Ich habe dann, glaube ich, ein paar Minuten gespielt, 7-8 Minuten und habe eigentlich nur gehofft, dass ich einmal da rein kann. Okay. Das ist dann auch passiert und von daher war es toll. War toll? Ja. Das vergisst man dann auch nicht. Sie haben immer in vielen Interviews gesagt, Sie fühlen sich nicht wirklich als Weltmeister. Nachvollziehbar, wenn man sozusagen nicht gespielt hat. Aber ich glaube, Ihre Teamkollegen und auch alle Leute hier beim FSV Sterzhausen würden sagen, der Frank Mill ist Weltmeister. Ja, die Leute sehen das halt so. Ja. Ne? Ich empfinde das halt anders. Und das ist, wenn Sie nicht spielen, dann fühlen Sie es auch nicht so. Ich denke mal, dass ich meinen Beitrag dazu geleistet habe, dass das alles so gut funktioniert hat 1990. Es gab ja nie Streit in der Mannschaft. Wir hatten einen super Trainer mit Franz Beckenbauer. Der hat uns immer laufen lassen und der hat gesagt, ihr wisst selbst, was er macht. Also, wenn wir mal raus wollten und von daher, es ist schön, dabei gewesen zu sein, aber das Gefühl ist nicht so wahrscheinlich wie bei Andi Möller oder Ike Hessler. Ne? Sozusagen, bei Franz Beckenbauer ist ein gutes Stichwort. Ist es wirklich so gewesen, dass Berti Vogts eine Ansage gemacht hat, ab 12 Uhr seid ihr bitte alle im Hotel und der Franz kam nachher um die Ecke und gesagt, also solange die Presse euch nicht sieht, macht, was ihr wollt? Das stimmt, ja, absolut. Der Franz war da wirklich, auf Deutsch gesagt, geschmeidig und die Jungs haben es ihm dann zurückgezahlt. Das stimmt, das stimmt. Als die 86 sozusagen nicht dabei waren, da sind ja sozusagen aus dem 26-Mann-Kader dann nochmal, waren Sie nicht dabei. Wie fühlt man sich da? Kann man das, wenn ich jetzt sage, wir haben auch immer bei jeder EM-WM-Vorbereitung immer das Problem, dass wir in Anführungszeichen zu viele gute Spieler haben. Ist das wirklich, also ist man da persönlich gekränkt und sagt, ihr könnt mich alle machen, oder? Ja, ist man. Okay. Ja. Okay. Ich habe dann noch Betty Vogts, der mir abends noch sagte, ich wäre dabei und an einem Morgen kam er in mein Zimmer und sagte mir, dass ich nicht dabei wäre. Okay. Da habe ich ihn auch gefragt, ob er noch alle Tasten hat, ne? Und dann ist man auch gekränkt und beleidigt und reißt sofort ab, weil dann hat man keine Lust mehr. Klar. Ne? Man hat sich 4 Wochen gequält. Aber die Regelung mit 4-5 Spielern mehr im Trainingslager, die war auch auf Deutsch gesagt. Ich glaube, das hat Franz Beckenbauer, würde er nie wieder machen. Oder? Nein, hat das ist auch Schwachsinn. Also, ne? Ich weiß im Prinzip vorher schon, es sei denn, du hast dann 2 Verletzte und dann nominierst du nach. Aber dieses Mitnehmen und dann, jetzt darfst du nach Hause fahren, das ist einfach nicht korrekt. 1988 haben Sie die Bronzemedaille bei Olympia gewonnen. Da war Ike Hessler, Jürgen Klinsmann, also wirklich eine gute Truppe zusammen. Ja. Sie waren Kapitän, glaube ich. Ja. Sie haben auch die meisten Tore aller deutschen Spieler in Qualifikationen und Olympischen Spielen geschossen. Was war das für ein Gefühl, da im Olympischen Dorf zu wohnen, oder?
Ich habe es ja zweimal erlebt. Ich habe es ja 84 und 88 erleben dürfen. Ja, das ist schon, ich sag mal, von den Eindrücken her, man sieht natürlich alles. Ne? Ich habe Evelyn Ashford gesehen, ich habe Ulrike Meifert gesehen bei ihrem Sieg. Und man sieht halt alle möglichen Sportarten. Wir haben uns auch ein paar angeguckt. Und gut, wir haben natürlich dann auch im Halbfinale gegen Brasilien lange 1-0 geführt. Unverdient. Dann fiel der Ausgleich und wir haben das Elfmeterschießen verloren. Aber wir waren die Letzten, die eine Bronzemedaille gewonnen haben. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr wieder. Und ich drücke dem Horst Rubisch alle Daumen. Der hat ja auch beim Essen gespielt, der Horst Rubisch. Ja, der hat mit Ihnen zusammen gespielt. Das war mein Lehrer. Genau. Von dem haben Sie sehr viel gelernt. Ja, vor allem die Kopfbälle. Der hat ja immer gesagt, Kleiner, du musst immer da hinköpfen, wo der Ball herkommt. Und am Ende haben Sie mehr Kopfballtore als Tore mit dem Fuß erzielt. Ist das auch richtig? Ja, das stimmt, ja. Kann man sich sozusagen, wenn ich... Nein, bei meiner Größe kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Aber man muss halt... Ups. Man muss einfach eher springen als der Gegner und man muss das richtige Timing haben. Hängesocke, wie kommt dieser Begriff? Also Sie gelten immer als Hängesocke. Also war das seinerzeit, gab es diese Regel noch nicht, dass man Schienenbein schon ertragen musste? Die gab es erst, ich glaube, Mitte der 90er Jahre, dass es Pflicht war. Okay. Aber ich spiele heute noch ohne Schienbeinschoner. Ehrlich? Ja. Aber ich sag mal, 88 bis 93, 94 konnten Sie mit den Schiedsrichtern auch reden. Ich hatte Schiedsrichter, ne, ob das Eschweiler war, Ahlenfelder, leider verstorben. Da gab es noch das menschliche Wort auf dem Platz. Ne? Die haben dann gesagt, Frenkie, du hast keine Schoner an. Ich sag mal, zieh ich eine Halbzeit an. Und da war es gut gewesen. Ne? Als Sie angefangen haben, in Essen Fußball zu spielen, beziehungsweise während Ihrer Ausbildung, haben Sie Florist gelernt. Sie haben Florist gelernt, Sie haben aber immer erzählt, Sie wären Kaufmann. Warum? Das war nur in der Jugend, weil ich mich geschämt habe. Ganz einfach. Okay. Wenn Sie 1972, 73 sagen, dass Sie Florist lernen, ne, das war dann zu der Zeit schon sehr komisch. Okay. Ne, das war ja ein sehr femininer Beruf. Ja. Und wenn Sie dann in die Berufsschule gehen und da sind 34 Schüler und 32 Mädchen. Ist doch gut eigentlich. Bitte? Als Mann ist doch gut, wenn da 32 Mädchen sind. Naja, ich war heranwachsend. Also ich habe zwar ein bisschen geguckt, aber, ne, okay. Aber das war schon sehr komisch. Und dann, wie ich einen Profivertrag habe, dann habe ich natürlich die Wahrheit gesagt. Dann war es nicht mehr so schlimm. Ich glaube, da war ich 14. Ja. Dann bin ich eingeladen worden von Rot-Weiß Essen. Ich soll auch mal vorbeikommen und Probespiel machen. Ja, und ich war aber ziemlich klein. Und dann stand es in der Halbzeit 1-1 und dann wurde ich eingewechselt. Und dann ging das Spiel 6-1 aus. Und ich habe 5 Tore geschossen. Ja. Und dann hat er mich anders behandelt. Sie haben sich vehement eingesetzt für Alex Meyer, als sozusagen, dass er mit Anfang 30 in der Nationalmannschaft jetzt debütiert. Ich glaube, so einen Spielertyp haben wir in der Nationalmannschaft im Moment nicht. Naja, so einen Spielertyp haben wir nicht. Ich habe mich auch nicht so vehement eingesetzt. Das war beim Benefitspiel für den Dietmar Roth, was wir gemacht haben, hier in Marburg. Am 13. September, glaube ich. Und da war der Alex Meyer auch da. Und dann kam nachher auch ein Journalist von der Bild-Zeitung und hat mich zu Alex Meyer befragt. Und ich habe gesagt, dass ich ihn für einen guten Spieler halte. Und da wurde dann draus dass gemacht, wir so einen Spielertypen nicht in der Bundesliga haben und warum er nicht mal eine Chance in der Nationalmannschaft verdient hat. Ja. Ist ja auch mal eine Möglichkeit. Das ne? stimmt. Und das war es eigentlich. Okay. Aber ich bleibe dabei, der hätte wirklich mal eine Chance verdient. Insgesamt haben Sie für Gladbach 71 Tore geschossen. Ja. In 153 Spielen. Das heißt, in jedem zweiten Spiel ein Tor. Ja. Wie beschreiben Sie Ihre Zeit in Gladbach? Was haben Sie da sozusagen unter Heinkes? Sie haben gesagt, der war Ihr Mentor, Ihr Trainer, da haben Sie viel gelernt. Die Mannschaft war Matthäus, so, also waren der wirklich super Spieler in der Truppe. Nein, waren gute Spieler. Borowka, Matthäus, Winnie Hannes, Hans-Jörg Kriens. Das als Kind, das war 70er Jahre, wo Gladbach ganz groß war, 74, 75, 76, glaube ich. Oder ne, 75 bis 77, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls wollte ich als Kind immer schon für Gladbach spielen, weil ich die Zeit halt früher mit Alan Simonsen und Ulrich Lefebvre und Heinkes und was weiß ich. Ich fand die toll und das war mein Traum, irgendwann mal da zu spielen. Und so habe ich es dann auch nach einem Feuer unheimlich gern da gespielt. Also ich habe 5 Jahre dann da ausgehalten. Und bis zum Spiel gegen Real Madrid. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, da haben Sie sozusagen, wurden Sie zum Sündenbock gemacht. Ich wurde zum Sündenbock gemacht. Da habe ich dann auch in Madrid den Ball beim Stande von 2-0 aus 16 Meter gegen den Pfosten geschossen. Okay. Weil zwei sehr nette Jungs von rechts und von links kamen. Chendo und Camacho hießen die. Und ja, das hat man mir nachher zum Vorwurf gemacht, weil wir dann in der letzten Minute 4-0 verloren haben. Okay. Und waren dann ausgeschieden. Mhm. Dann bin ich nach Dortmund gegangen.
Also im Prinzip wirklich, es war dieses Spiel hat sie sozusagen von der Stimmung gegen sie, also hat sich wirklich Stimmung gegen sie gewandt. Ja, aber das Schlimme, ich bin dann nach Dortmund gegangen, habe 13 Tore in der ersten Serie gemacht und dann sollte ich zurück nach Gladbach. Ach, okay. Ja, okay. Zwischendurch hatten sie aber Angebote von Hellas Verona und vom AC Mailand. Ja, das war 83 und 84. Ja. Warum war, haben sie seinerzeit... Das war ein Fehler. Also im Prinzip, wenn ich sagen, das war so eine Art Wendepunkt oder das war so eine Art... Eigentor, wenn wir sozusagen von Eigentor... Warte, also hätten Sie im Nachhinein sagen sollen, ich hätte ins Ausland gehen sollen? Ja, hätte ich machen sollen. Okay. Das war ein Fehler, ganz klar. Ne, alleine wegen der Sprache und mal andere Leute kennenlernen, andere Mentalität. Und das war wirklich ein Fehler von mir. Dann kam sozusagen, Sie haben trainiert unter Saftig, dann kam Köppel und dann kam Herr Hitzfeld. Sie haben übrigens, Hitzfeld war einer meiner besten Trainer, aber er hat trotzdem... 3 Jahre lang angefangen, mich so ein bisschen zu demontieren. Ja, hat er gemacht. Hat er gemacht. Ja, gut, er wollte, das war ja, wie er dann kam, ging es nur drunter und drüber. Und ja, der hat sich natürlich auch gesagt, ich muss die Mannschaft oben erstmal am Kopf, muss ich ein bisschen kürzen. Und das hat er dann 3 Jahre probiert und irgendwann hat er es geschafft, aber da war ich dann auch schon 35 oder 36. Da bin ich nach Düsseldorf gegangen. Genau. Aber Sie haben 89 Ihren einzigen nationalen Titel gewonnen. Und da gibt es so eine Geschichte, dass Sie sozusagen den Norbert Dickel zum Pokalhelden machen, weil Sie mit dem Präsidenten und dem Trainer gesprochen haben. Er muss spielen. Stimmt das? Also so habe ich es gefunden. Dass Sie gesagt, wir haben uns im Mannschaftsrat, wir haben gesagt, lassen Sie ihn spielen, so lange wie er kann. Ne? Okay, von Anfang an. Er konnte dann und hat dann auch 2 Tore gemacht. Und Sie haben auch 1 gemacht. Ja, und die beiden von ihm habe ich vorgelegt. Okay, perfekt. Also Scorerpunkte. Wie ist das als Stürmer, der eigentlich in Anführungszeichen egoistisch sein muss in gewisser Weise? Ist dieses Gefühl des Auflegens auch in Anführungszeichen, ist das nicht auch ein, also was ist das für ein Gefühl, wenn man seinem Kollegen auflegt? Ist das noch ein besseres Gefühl, als wenn man selbst ein Tor schießt? Nee. Das ist eigentlich gleichbleibend. Gleichbleibend. Nee, es kommt natürlich hinzu, dass Sie als Stürmer, wenn Sie ganz vor, Sie müssen natürlich eine gewisse Anzahl von Toren selbst schießen. Ja, klar. Ne? Heute ist das vielleicht nicht mehr ganz so, weil heute, wenn ein Stürmer 6 Spiele kein Tor macht, dann höre ich immer nur, der hat sich sehr bemüht und der war ganz gut. Ja. Aber das, früher war das anders. Du musstest in der Saison 10, 12 Tore mindestens machen, damit du eine gute Saison hast. Okay. Und mit dem Auflegen, das gehört einfach dazu. Es gibt solche und solche Stürmer. Es gibt Stürmer, die sehr egoistisch sind. Ja. Und es gibt Stürmer, die spielen mit dem anderen Sturmpartner. Heute spielen ja die meisten mit einem Stürmer nur noch. Damals gab es halt immer 2. Ja. Mein liebster Sturmpartner war Stefan Chapuisat. Okay. Der hat auch immer geguckt, ja, ob einer besser steht und hat trotzdem genügend Tore gemacht. Hat er von Ihnen noch was gelernt? Der kam ja auch relativ jung zum BVB. Der konnte von mir nichts lernen, der war gut genug. Gut genug. Also wenn Sie über 100 Mal für die Schweiz spielen, dann... Es gibt eine schöne Geschichte aus Ihren BVB-Zeiten. Der Stefan Kloß hat ein Interview gegeben und gesagt, Sie haben immer freitagsabends Derek geguckt. Und nachdem Derek rum war, hat er gesagt, in allen Hotels, wo keine Familie war, musste ich aufstehen und dann immer für einen Frankie umschalten. Stimmt ich das? Weiß nicht, ob ich Derek geguckt habe, aber Freitag im Trainingslager, früher gab es 3 Programme oder 4. Dann, ich glaube, dann kamen schon RTL und Sat.1, aber wenn der Stefan das sagt, dass ich gesagt habe, mal schalt mal um, dann wird das so gewesen sein. Sie hatten immer oder sehr viele Torhüter als Zimmerkumpanen in Ihren Mannschaften. Hat das einen speziellen Grund oder hat sich das einfach so ergeben? Das hat sich so ergeben. Ich habe immer gerne ruhige Jungs um mich gehabt. Also, die haben sich natürlich ab und zu aufgeregt, weil ich das eine oder andere Zigarettchen geraucht habe. Aber mein Gott. Früher war es in den Hotels noch erlaubt. Dann sind Sie 1994 zur Fortuna gewechselt, nachdem sozusagen Herr Hitzfeld sein Ziel erreicht hatte. Und da waren Sie sozusagen bei Alexander Ristić. Ja. Er ist ja auch ein Kulttrainer. Ja. Sie haben gesagt, die Mannschaftssprache in der Kabine war serbokroatisch. Stimmt. War das wirklich so? Ja. Okay. Nein, das war natürlich übertrieben. Wir haben natürlich Deutsch gesprochen, aber wir hatten sehr viele Ausländer, damals noch Jugoslawen und Bosnier. Und wir hatten eigentlich alles. Und es gab, glaube ich, nur 3 deutsche Spieler. Mhm. Das war damals der Carlo Werner, Koch, der Torwart. Okay. Und ich. Mehr gab es nicht. Aber es war eine lustige Zeit, aber sehr streng. Ristić war wirklich streng? Ja. Okay. Er war sehr streng, wenn Menschen um ihn rum waren. Wenn sie alleine mit ihm gesprochen haben, war er sehr, sehr nett. Aber hartes Training. Ja. Und das mit 36 dann? Ja, 2 Medizinbälle, der hat eine Handvoll Streichhölzer gehabt und dann immer um den Platz rum. Wenn keine Streichhölzer mehr da waren, dann warst du fertig. Das war am Anfang war es ein Spaß. Also ich habe früher
mit dem ehemaligen Spieler, VfL Bochum, Rot-Weiß Essen, Dirk Helmich, habe ich Fußballschuhen gehabt. Mhm. Also es waren seine Fußballschuhen, ich habe da so ein bisschen geholfen. Und man muss sie auch erstmal neu sortieren. Das war im Jahr 98, 99. Und das habe ich nicht. Und dann wollte ich das aber nachher verändern. Und dann hatte ich noch zwei Partner damals und dann habe ich Kids Active gegründet. Und ja, und dann ist das so entstanden. Also jedes Jahr 20, 25, 30 Fußballschulen. Es gibt über 90 Standorte, wo ich das machen kann. Mhm. Ich denke mal, das haben Sie auch gelesen. Genau, genau. Und nur 90 Schulen im Jahr schaffen Sie natürlich nicht. Ne? Das stimmt. Ja, wir nur viel weniger Wochen haben und meistens gehen die Kurse 4 oder 5 Tage. Und ja, so ist das entstanden. Das ist dann gewachsen. Wir haben auch früher noch mehr Fußballschulen gemacht. Also jetzt schaffe ich noch zwischen 25 und 30 Schulen. Mhm. Da waren es noch viel mehr Schulen im Jahr. Nur irgendwann, wenn sie nur noch von Montags bis Donnerstag an einem Ort sind und fahren Donnerstag schon in den nächsten Ort und das machen sie 6 Wochen am Stück, dann sind sie irgendwann durch. Irgendwann sprechen die Verwandten nicht mehr mit ihnen. Das stimmt. Wenn Sie sich jetzt sozusagen im Moment die Diskussion in Deutschland ankommen mit den ganzen Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen und den Kindern, die haben ja alle sehr, sehr viele Kinder, teilweise kleine Kinder, die sozusagen sehr traumatisiert nach Deutschland kommen, da ist ja eigentlich der Sport die perfekte Integration. Also und ich sag mal, Das ist in Anführungszeichen für die Kinder natürlich die perfekte Gelegenheit, erstens die Sprache zu lernen und sich dann sozusagen auch Freunde zu finden. Ja, Freunde finden ist leichter. Also sie sind ja meist nur 4 oder 5 Tage. Wir hatten jetzt ich war in Aachen im Schwarzwald und da hatten wir auch Flüchtlingskinder, 6 Stück glaube ich. Und 6 hatten wir. Und die haben sich wohlgefühlt, haben gut trainiert und die hatten viel Spaß. Und wir stehen dem ganz positiv gegenüber. Aber Sport ist die einfachste Möglichkeit, irgendwo in die Gesellschaft reinzukommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich mir sozusagen, ich hab selber eine Tochter, die 6, die geht zum Ballett, da herrscht ein strenger russischer Ton. Ich glaube, dass es ihr ganz gut tut, diese Strenge mal zu haben. Glauben Sie, dass in der heutigen Zeit, wo, ich sag mal, diese Kinder eher auch Statussymbole sind, dass das so ein bisschen fehlt, diese Strenge und diese Disziplin? Es muss von allem ein bisschen sein. Klar. Auch hier gehört es dazu. Ne? Ja. Moment. Ihr Muscheltaucher, geht's aber ganz zügig da rüber. Aber ganz schnell. Rüber. Ihr seid die Hammerwerfer, geht's da rüber. Zack. Nein, es ist von allem immer so ein Gemisch, das kommt am besten an. Also ich bin neben den Fußballschuhen am ersten Tag immer der Böse, weil ich die Ansagen mache. Ja. Ne? Aber die Kinder haben das ganz schnell raus. Aber alles läuft nur mit Disziplin und einer gewissen Ordnung ab, sonst funktioniert gar nichts. Haben sich denn deswegen tut es Ihrer Tochter ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ich auf jeden Fall. Wenn Sie das seit 1998, 99 machen, haben sich sozusagen die Erwartungshaltung der Eltern irgendwie geändert, dass Sie merken irgendwie, jedes Kind ist der neue Ronaldo oder Messi oder dass da in dem Sinne geträumt wird über die große Karriere schon in diesem Alter? Naja, die wollen natürlich alle mal Ronaldo oder Messi werden. Das sehen Sie an Ihren Schuhen. Ja, ne? Früher gab es schwarze Fußballschuhe. Ne? Heute gibt es sie in allen Farben. Ja, ne? Das stimmt. Ne? Ich kriege immer, mir tun die Augen weh. Ne, ob orange oder neongelb. Für uns zählen andere Dinge. Die Kinder, das sind Kinderfußball-Spaßschulen. Okay. Ne, die sollen Spaß am Fußball haben, Freude und nach Hause gehen. Papa muss fragen, wie war's, und muss sagen, klasse, dann bin ich zufrieden. Herr Hergert, Sie kennen den Herrn Mill jetzt seit 39 Jahren, hat er mir erzählt. Das stimmt, ja. Ja, Sie waren, glaube ich, 21, er 18. Oder Ich bin leider ein bisschen älter. Was ist denn der Frank Mill für ein Typ? Wie würden Sie ihn denn beschreiben? Ach, der Frank, so wie ich ihn früher kennengelernt habe, er war ja schon in jungen Jahren sehr ausgefuchst und war schon immer ein Schlitzer. So wie er sich auf dem Spielfeld gegeben hat, das überträgt sich auch ins Private, ja. Und wenn Sie sozusagen jetzt mit ihm hier die Kinder trainieren, ist er dann eher der Strenge oder ist er eher der Liebe? Nein, er ist locker drauf, wie wir alle, wie die ganzen Trainer, die hier sind, der Thorsten und der Axel. Wir sind alle locker drauf und uns geht es ja darum, den Jugendlichen ganz einfach Spaß am Fußballspielen zu vermitteln. Wie lange machen Sie das jetzt schon mit dem Herrn Mill? Ich glaube, etwas über 15 Jahre mittlerweile. Ja. In der Nationalmannschaft haben Sie ein paar Mal zusammengespielt. Ne? Ja. Was war so das schönste gemeinsame Erlebnis? Ach, das schönste gemeinsame Erlebnis, kann man schlecht sagen. Bei Rot-Weiß Essen haben wir ja zusammengespielt, das war noch in der zweiten Liga, da haben wir nicht ganz so viele Erfolge gehabt. Okay. Und dann haben sich ja unsere Wege irgendwann getrennt, aber wir haben dann beide auch in der Bundesliga halt schon öfter mal gegeneinander gespielt. Und haben Sie auch direkt gegen ihn gespielt? Doch, ich habe auch direkt noch gegen ihn gespielt. Hat man da in Anführungszeichen Freund und Feind geschont oder hat man wirklich voll zugelangt?
dass ich ja Libero gespielt habe, habe ich seltener das Vergnügen gehabt, direkt gegen ihn zu spielen. Aber das ein oder andere Mal hat es sich ergeben. Aber okay. Wenn man spielt, will man gewinnen. Das wollen beide. Und okay. Von daher verkauft sich jeder so, wie es angebracht ist. Wenn Sie sozusagen den Menschen Frank Mill beschreiben, ist er in Anführungszeichen auch in der Privat, wenn man ihn jetzt nicht vor der Kamera hat, auch ruhig? Also er wirkt ja sehr ruhig, er wirkt ja sehr überlegt, er wirkt ja sehr, sehr sagen wir mal, sehr nachdenklich auch teilweise. Ist er auch so, wenn Sie ihn sozusagen privat treffen? Er ist auch privat so. Ist also nicht der überschwängliche Typ, aber das ist wie bei mir halt auch. Wir sind nicht so, die jetzt unbedingt nach vorne preschen, sondern wir verhalten uns schon ruhig und überlegen auch das ein oder andere Mal, bevor wir was sagen. Sehr gut. Gab es da sicherlich einige Nationalmannschaftskollegen, die das nicht immer so beherzigt haben? Na, da haben wir einige kennengelernt, aber das ist nun mal typbedingt und das ist auch ganz gut so. Wenn wir alle gleich wären, wäre es ja fürchterlich. Das stimmt. Es muss auch mal ein paar Ausreißer geben. Das stimmt. Wenn Sie sozusagen jetzt zurückblicken, was war so Ihr schönstes Erlebnis als Nationalspieler? Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen natürlich die WM-Teilnahme 86 in Mexiko. Da sind wir ja Vize-Weltmeister geworden. Da bin ich hingefahren als Stammlibero, habe mich dann leider eine Woche vor dem Eröffnungsspiel verletzt und bin dann auch während der WM nur einmal zum Einsatz gekommen. Mhm. Von daher ein zweischneidiges Schwert. Natürlich auf der einen Seite, man wird Vize-Weltmeister, aber hat nur einmal gespielt. Und das hat sich dann ja wieder relativiert, weil ich dann bei der EM 88 in Deutschland wieder gespielt habe. Und von daher war das, eine WM ist natürlich ein absolutes Highlight, keine Frage, aber halt unter anderen Vorzeichen. Fühlen Sie sich, also Frank Mill hat eben erzählt, er fühlt sich nicht wirklich als Weltmeister, weil er 1990 keine einzige Minute gespielt hat. Er war Teil des Teams, er hat sozusagen auch für gute Stimmung gesorgt, sozusagen es war alles gut, aber er fühlt sich nicht als Weltmeister. Können Sie seine Haltung dann nachvollziehen oder würden Sie sagen, er war schon Teil der Weltmeistertruppe? Ja, man ist Teil der Mannschaft, aber man fühlt sich nicht so dazugehörig. Das muss man ganz einfach so sehen, das ist so. Ja. Okay. Weil jeder Fußballer will spielen. Klar. Und wenn man nicht in den Genuss kommt, dann fehlt halt irgendwas. Wer war Ihr Vorbild, als Sie klein waren? George Best. George Best aus England? Ja. Der hat ja auch eine steile Karriere nach seiner Karriere gemacht. Ist leider verstorben jetzt. Was haben Sie von Ihrem ersten Profigehalt gekauft? Und wissen Sie noch, wie hoch das war? Ungefähr. Erste Profigehalt? Ja. 4.000 Mark. 4.000 Mark? 4.000 Mark. Und was haben Sie davon gemacht, als die erste Überweisung oder das erste Geld da war? Ich glaube, ich habe meiner Mutter Blumen gekauft. Okay. Mehr weiß ich nicht mehr. Okay. Aber ich weiß, dass ich ihr Blumen gekauft habe. Jeder Fußballer, die meisten haben alle einen Spleen. Okay. Ich habe mich immer warm gemacht mit einem Trikot mit der Nummer 13. Das hat mich also 20 Jahre begleitet, dieses Trikot. Okay. Hat aber zum Schluss immer noch gepasst, also von daher. Ich hab's auch noch. Wer war denn Ihr schlimmster Gegenspieler? Oh, der hieß Dimitrios Tsionanis von Waldhof Mannheim. Okay. Weil er war ziemlich klein, schnell, sehr robust. Ja, und fies war er auch. Fies war er auch. Aber netter Kerl außerhalb des Platzes. Okay, okay. Ja, der war schlimm. Der war schlimm. Und wer war Ihr bester Trainer? Ich hatte eigentlich ganz gute Trainer, das muss ich wirklich sagen. Ich hatte Ende der 70er Ivica Horvat in Essen. Ja gut, ich hatte natürlich, also wenn Sie Hitzfeld und Heinkes haben, viel bessere Trainer können Sie nicht haben. Das stimmt. Ja, von daher war ich da sehr gut aufgestellt. Was war Ihr schönstes Tor? Mein schönstes Tor? Aus eigener Sicht? Kopfballtor, Pokalspiel gegen VfB Stuttgart 1989. Okay. Das war Halbfinale. Halbfinale. Ja. Ist aber ein Foul vorangegangen. Von ihm? Ja, es waren Zwillinge, die spielen bei Stuttgart. Schmäler hieß nicht. Okay. Ja, ich habe dem so einen kleinen Stoß gegeben. Okay, jetzt. Dadurch kam ich besser an den Ball ran. Aber mein Gott. Und das wichtigste Tor Ihrer Karriere? Gefühlt? Im Endspiel. Also DFB-Pokalfinale. 2-1, Kopfball. Das ist Kopfball, immer Kopfball. Immer Kopfball. Die haben mehr Kopfballtore als gehabt. Wenn Sie jetzt so zurückblicken über Ihre Brücke. Aber es gab noch andere. Also. Ich habe, bevor wir zu Olympia fuhren, haben wir in Polen gespielt, mussten unentschieden spielen und liegen bis zur 91. Minute 1-0 zurück. Okay. Und da gab es ein Gewühl vom Tor und ich stoche den Ball rein und dann waren wir bei Olympia und die Polen nicht. Ja, das war dann gut. Schon, sonst wäre die Bronzemedaille nicht gekommen. Genau. Ja, also durchaus. Ja, es gibt schon ein paar. Also von den paar Toren, die ich gemacht habe, fallen mir drei ein. Wenn Sie jetzt Ihre ganzen Profikollegen so zurück, wer war der eitelste Spieler oder Mitspieler, den Sie kannten? Der eitelste. Also ich könnte Ihnen einen sagen, ich kann Ihnen sogar ein paar, aber das mache ich nicht.
Nein, es gab schon ein paar. Ne? Gibt jetzt einen noch, der ist sehr eitel, der spielt immer noch Borussia Dortmund Traditionsmannschaft. Ne? Die haben dann 3 verschiedene Sorten Shampoo dabei und 2-mal Spülung. Und, ne. Wenn Sie sozusagen nicht Profi geworden wären, ja, und Sie haben sozusagen, Sie haben Florist gelernt, aber wären Sie auch, hätten Sie auch als Florist gearbeitet oder meinen Sie, hätten ganz was anderes noch gemacht? Ich glaube, ich hätte nicht als Florist gearbeitet. Ne? Das war nur, weil meine Mutter halt diese Blumengeschäfte hatte. Ja. Mein anderer Bruder, der ging in unseren Containerdienst, ja, also damals noch Schrotthandel. Ja. Ja, und ich musste das irgendwie machen, also. Okay, aber Sie wären da nicht alt geworden sozusagen? Nein. Okay. Was war sozusagen Ihr liebster Zimmerkumpan, den Sie so hatten, rückblickend? Oder ohne, dass jetzt Sie jemanden verletzen, der auch sozusagen da gekränkt wäre, wenn er sagt, ich habe gedacht... Meine Torhüter, die waren schon okay. Okay, also perfekt. Rolf Meier und Stefan Kloß, die waren... Und wer hat am lautesten geschnarcht? Das kann ich nicht sagen. Rolf Meier, der hat schon gut geschnarcht. Also. Der hat schon gut geschnarcht. Haben Sie seinerzeit in der Vergangenheit auch schon Trikots getauscht und haben Sie die gesammelt? Ja. Und haben Sie die noch zu Hause? Oder haben Sie die mittlerweile für, ich keine Ahnung, für einen guten Zweck versteigern lassen? Oder? Nee, sowas behält man. Ich habe sehr viele Trikots, ja. Okay. Ich hatte ja auch das Trikot von Maradona, was jetzt am Freitag im Deutschen Sportmuseum hängt. Also ja. Das Originaltrikot. Ne? Okay. Das habe ich aber. Es gehört eigentlich meinem Sohn. Das ist eine Leica von meinem Sohn. Okay. Ne? Okay. Aber ich habe die immer. Zum Schluss meiner Karriere, ich sag mal, die letzten 3-4 Jahre habe ich die Trikots gesammelt. Haben Sie immer unter noch anderem auch von Effenberg und Mehmet Scholl und okay, was weiß ich. Okay. Matthäus. Wer ist besser, Messi oder Ronaldo? Naja, das ist eine. Also vom rein fußballerischen Denken, ja, ist Ronaldo besser. Okay. Ronaldo kann links schießen, rechts schießen und kann köpfen. Messi kann nicht köpfen. Das stimmt. Messi ist natürlich zum Gucken, aber ein sehr guter, toller Fußballer. Und beide sind so auf Weltfußballer des Jahres geworden. Von daher gibt es einen wirklichen Unterschied. So finde ich, spielen halt sehr unterschiedlich. Ne? Also eine Entscheidung zu treffen, wer jetzt wirklich besser ist, könnte ich auch nicht. Wäre die Nationalmannschaft ohne Schweinsteiger Weltmeister geworden? Er kam gegen Ghana rein, hat das ganze Spiel gedreht und später noch unentschieden. Das ist schwer zu sagen. Ich denke, es wäre schwieriger geworden. Ja. Was empfehlen Sie Eltern von talentierten Kickern? Was sollen die machen? Ich habe jetzt, wenn man jetzt sieht, bei Bayern meinetwegen, der Joshua Kimmich hat jetzt ein Jahr zweite Liga gespielt, ist sozusagen, hat auch da Spielpraxis. Ist Spielpraxis wichtiger als das Training mit den richtig Guten? Ohne Spielpraxis verlieren Sie auch den Bezug. Selbst zum Spiel. Ne, wenn Sie jetzt 6 Spiele oder 7 Spiele überhaupt nicht machen, sitzen Sie auf der Bank. Das dauert ja wieder 5, 6 Spiele, bis Sie wieder richtig Fuß gefasst haben. Okay. Das geht nicht von einem auf ein anderes Spiel. Sie haben mal gesagt, wenn ein Stürmer eine Zeit lang nicht trifft, das Wichtigste im Training ist wirklich Torschusstraining. Man wird ja eigentlich denken, dass ein Profi das kann. Aber es ist wirklich essentiell auch im Training, dass man als Stürmer wieder Torschuss trainiert. Man muss immer die gleichen Dinge immer wieder üben. Okay. Aber das Wichtigste ist, dass sie an sich selbst glauben. Okay. Ich habe in Gladbach gespielt, habe 9 Spiele mal kein Tor gemacht. 9 Spiele. Okay. Ich habe die Trikotnummer getauscht, da hatte ich noch die Nummer 9. Es lag nur an dieser Nummer 9. Und danach habe ich dann 4,5 Jahre mit der Nummer 10 gespielt. Was war das Schlimmste an dem Karriereende? Morgens aufzuwachen und du konntest irgendwie nicht zum Training fahren. Es gab kein Training mehr für dich. Ne. Und was war das Schönste am Karriereende? Sie konnten frühstücken, wann sie wollen. Okay. Perfekt, perfekt. Was sind die 3 wichtigsten Dinge in Ihrem Leben? Tja, meine Familie, logisch. Dass alle gesund sind und ich vor allen Dingen auch. Mhm. Ja, meine Freunde und dass man jeden Morgen aufsteht und weiß, was man am Tag zu tun hat. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge für mich. Was ist Ihr Lieblingsessen? Ja, Sauerbraten. Ja, den mag ich auch. Den macht meine Mutter am besten. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Da gab es vorher mal einen Film, da musste, ja, ich bin nicht so ein Fernsehgucker, okay. Filmgucker, okay. Also. Was machen Sie, wenn Sie nicht Fußball spielen? Also wenn Sie sozusagen, was sind Ihre Hobbys? Außer dann treffe ich meine Kumpels. Okay, okay. Dann gehe ich mit denen Bier trinken. Okay. Ehrlich, und dummes Zeug reden. Wie war Frank Miller als Kind? Wie waren die Eltern, waren die streng? Nein. Nein. Ich hatte wirklich, oder ich habe ja noch eine Mutter, mein Vater ist leider verstorben. Ich hatte eine schöne Kindheit und bin anständig aufgewachsen, behütet, wie man das so schön sagt heute. Ja. Und das Einzige, was ich nicht durfte, war Lügen. Okay. Na, sonst könnte ich so ziemlich alles machen. Was haben Sie von Ihren Kindern gelernt?
von meinen Kindern. Ja. Tja, Computerspiele. Okay. Ja, wie man mit dem Handy umgeht. Okay. Computer. Okay. Ja, die sind damit aufgewachsen. Das stimmt. Ja, die das machen stimmt. Ja teilweise zwei Sachen gleichzeitig. Naja gut, es gibt Dinge im Fußball, die gehören jetzt nicht unbedingt dazu. Aber den jungen Mann jetzt zu verurteilen, das fände ich grundlegend verkehrt, weil das passiert dann und du versuchst halt für deine Mannschaft alles zu machen, dass sie gewinnt und vor allem Hannover steht unten drin. Also ich kann es sogar ein bisschen verstehen und ich sehe das nicht ganz so krass. Und ich fand es auch beeindruckend, dass die Kölner sich auch nicht so viel aufgeregt haben. Aber es liegt ja in erster Linie am Schiedsrichter, vor allen Dingen am Linienrichter. Und wenn die es nicht sehen, dann war es halt eine schwache Leistung. Und von daher jetzt auch mit eventueller Anklage für den Spieler von Hannover. Ich finde es Quatsch. Also es geht weiter und die Dinge passieren halt, genau wie so viele Tore, die halt, wo der Ball hinter der Linie ist und ständig die Diskussion. Ich denke mal, das gehört alles zum Fußball dazu. Und ne, wir hatten am Wochenende irgendwas zu reden wieder und das ist auch gut so für den Fußball. Also von daher, irgendwann muss gut sein. Das war dann wirklich mal eine Entscheidung, die dann, auch wenn es gegen Bayern war, korrekt war. Dafür ist die Torlinientechnik ja da. Und ich finde es okay. Na. Ja, das war ja viel später. Also das war ja irgendwie 99 oder 2000. Ja, genau. Und da war ich da mal kurzweilig Mitglied bei Bayern München. Aber das war dann mehr so eine, tja, wir trinken viel Bier und eine Laune heraus. Also, Fußballspielen zwischen alten Männern, zwischen Deutschland und Österreich. Nee. Ich bin der älteste Spieler. Aber Mannschaftskapitän ist eigentlich der Michael Lusch. Also, okay. Aber ich kann zwar ab und zu den Mund aufmachen, aber ja, wir machen das alles. Die alten Spieler, wir machen es eigentlich alle so ein bisschen zusammen. Aber der Chef ist der Günter Kotowski, das muss ich ganz klar sagen. Die rufen nie Frankie. Nee. Es sagt kein Mensch zu kein mir. Mensch meine Frankie. Mutter auch nicht. Nein. Die sagen alle Frankie. Ja, in den Vereinen oder auf dem Sportplatz. Okay. Aber außerhalb des Sportplatzes sagt kein Mensch Frankie. Okay. Haben Sie dann ich finde es auch nicht so schön. Nee, Frankie hört sich, es gibt schön. Das ist immer so eine Verniedlichung. Und wie ich dann 40 wurde, ich sag mal, das mit dem Frankie, das müssen wir jetzt lassen. Okay. Weil es ist immer, hat immer so einen Touch von ein ne, bisschen blöd. Ja. Sind Sie gläubig? Gläubig? Ja, ich bin gläubig. Okay. Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Drei Monate. Vor drei Monaten? Ja, ich werde Opa. Vor Freude? Ja. Ja, genau. Super. Das ist doch schön. Ja. Und was ist das Romantischste, was Ihnen jemals passiert ist? Oh, ich bin nicht so der Romantischste, was mir je passiert ist. Tja, romantisch. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Da müsste ich lange überlegen. Also, das ist schon ein paar Jahre her. Mir fällt da wirklich nichts ein. Ich bin nicht so der Romantiker. Ja, ich auch nicht. Meine Frau beschwert sich immer. Ja, was soll ich sagen? Ich saß bei Sonnenuntergang mit einem Gläschen Wein. Das stimmt nicht. Das ist alles schon. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, einen Tag mit jemandem zu tauschen, mit wem würden Sie gerne mal tauschen? Einen Tag mit jemandem zu tauschen? Puh, gute Frage. So. Jürgen Klopp. Ein Tag Liverpool trainieren. Okay. Wenn Sie eine Superkraft hätten, welche wäre das? Können Sie sich aussuchen, welche Superkraft? Unsichtbar machen, fliegen, was weiß ich? Fliegen. Fliegen. Ja. Unsichtbar wollte ich gar nicht sein. Ich habe nicht so viel Masse. Also meistens sieht man mich sowieso nicht. Haben Sie ein Lebensmotto? Ja, eigentlich schon. Genieß jeden Tag, kann der Letzte sein und behandle die anderen Menschen mit Respekt. Jetzt noch eine Frage zur Allgemeinbildung. Mhm. Wenn Sie sozusagen jetzt, nehmen wir irgendwas Mathematisches, die Zahl Pi. Wie viele Ziffern nach dem Komma können Sie nach der Zahl Pi? Muss ich überlegen. 314, 15, 92, 65, 35. Mehr fallen mir nicht ein. Das sind schon ziemlich viele. Ich hätte noch eine mehr gekonnt, aber das war schon ziemlich gut. Meine, da sind es ja noch besser als ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, gerne. Vielen Dank, es war sehr nett. Boah, das war aber lang, ne? Ja, das war lang. Aber wir schneiden es zusammen. Aber war super gut. War super gut. Liebe Fußballfans, das war das Interview mit Frank Mill. Wir haben uns gefreut, den Weltmeister kennenzulernen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns auf Facebook.
Wir beide gehen jetzt einen Kameramann trinken, einen Kaffee trinken. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Kameramann trinken. Das war cool. Ja, das war schon irgendwie, das war schon okay.